Die wahrscheinlich intensivste Art, einen Extraction Loot Shooter zu genießen, ist als Solospieler reinzugehen. Sei es jetzt in Escape from Tarkov, in Marauders oder in The Cycle Frontier. Als Solospieler hat man es nun mal nicht einfach. Und gerade in der DMZ, im Extraction Loot Shooter von Call of Duty, da ist es nun mal so, dass es besonders schwer ist, weil das Spiel für Trios konzipiert wurde. Also Solospieler sind hier eher eine Ausnahmeerscheinung. Dennoch ist es so, selbst als Teamspieler sollte man Solo-Erfahrungen haben, denn eure Teammitglieder können disconnecten, verschwinden oder sonst was. Und jeder sollte einmal das Gefühl gehabt haben eines Solospielers in der DMZ, weil es wirklich besonders intensiv und toll ist. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen. Wenn euch das Video gefällt, ich würde mich über ein Like freuen und über ein kostenloses Abo. Ansonsten gehen wir jetzt in die Tipps und Tricks Sammlung. Legen wir mit dem nackten Bild los, und zwar, ihr wollt reingehen in die Runde, habt keine Waffen dabei, wollt sie euch holen vom Gegner. Da empfehlen wir als Ausrüstung einmal die Stim, um euch wieder zu heilen, gerade beim allerersten Kontakt, schnell die Stim reinhauen. Aber auch längerfristig im Spiel lohnt sich die Stim extrem als Solospieler. Dann das Wurfmesser anstatt die Semtex-Granate. Semtex-Granate ist sicherlich momentan das beliebteste Primär-Gadget, aber das Wurfmesser hilft einfach lautlos, die Gegner zu töten. Teilweise könnt ihr dadurch mehrere Bots hintereinander ausschalten, bevor die anderen das überhaupt mitbekommen. Und jedes Mal, wenn ihr über einen Gegner lauft und das Messer wieder einsammelt, habt ihr es wieder zum Einsatz bereit. Schließlich, die Munitionskiste sorgt nicht nur dafür, dass ihr mehr Munition tragen könnt und wieder Munition habt für eure Primärwaffen, sondern sie lädt auch eure Taktik und Primärausrüstung auf, also die Munitionskiste hier unverzichtbar. Die besten Kontrabandwaffen, die ihr einsammeln könnt am Anfang, sind dabei die RPK, egal ob mit kleinem oder großem Magazin, und als schnellfeuerende Waffe eine AK-74U. Diese Kombination empfehlen wir auf jeden Fall, sie von den Bots zu holen. Kommen wir zu einem richtigen Loadout-Setup, und zwar, wenn ihr mit einer Loadout-Waffe reingeht, was lohnt sich? Ich habe ein Video dazu gemacht, die drei besten Waffen und Waffensysteme in der DMZ, aber hier nochmal in der Kurzzusammenfassung. Also die LMGs haben sich, wie schon vorher gesagt, durchgesetzt im DMZ-Modus, und hier sind eigentlich alle LMGs besonders gut. Allerdings hat sich die EPK noch ein bisschen besser durchgesetzt, sowohl im Battle Royale als auch im DMZ-Modus. Eine extrem starke Waffe. Und das Schöne ist für den DMZ-Modus, ihr könnt sie als Blueprint benutzen. Ihr bekommt nämlich bei der ersten Kiste eine Blueprint. Aber wie gesagt, Details dazu habe ich in einem anderen Video erklärt. Also LMGs lohnen sich primär wegen dem Riesenmagazin und der hohen Reichweite. Denn genau das ist das, was ihr braucht, um euch gegen die PvE-Streitkräfte durchzusetzen. Sie sicher von der Entfernung zu töten und im Notfall große Magazinkapazitäten zu haben. Das machen die LMGs aus. Das Gute ist außerdem, dass man relativ viele LMGs auch im Raid finden kann. Ihr könnt also im Raid Kontrabandwaffen sammeln, LMGs, und mit denen weiterarbeiten. Und natürlich auf jede LMG gehört ein Schalldämpfer. Gerade als Solospieler ist es unverzichtbar, dass eure Schüsse gedämpft sind und dass die Gegner nicht über die ganze Map hören, wo ihr seid. Das ist gerade am Anfang besonders wichtig. Deswegen hier auch nochmal das Wurfmesser, sehr interessant. Die zweite extrem gute Waffengattung im DMZ-Modus sind die Scharfschützengewehre. Auch hier natürlich mit Schalldämpfer jeweils. Und zwar haben sich hier die SPX-80 und die MCPR durchgesetzt. SPX-80 war besonders schnell, also die schnellste Quickscope-Sniper. Und die MCPR war so die genaueste und stärkste Waffe. Mittlerweile haben wir aber die Victus XMR. Die hat sich nochmal durchgesetzt und ist auf Platz 1 gelandet vor den beiden anderen. Und auch hier mit Schalldämpfer und einem gewissen Setup. Auch dazu, wie gesagt, ich habe ein Video dazu gemacht. Ich zeige euch hier nochmal das Setup in der Kürze. Wichtig ist bitte, achtet hier auf die Explosionsmunition. Das ist absolut entscheidend. Bis diese irgendwann mal genervt wird, ist diese Waffe absolut OP. Und der Lauf dazu ist ebenfalls wichtig. Natürlich das Ganze mit Schalldämpfer und dem Visier eurer Wahl. Also die Victus XMR, momentan eine extrem starke Waffe im DMZ-Modus. Als Loadout empfehlen wir auch hier wieder das Stim. Wie gesagt, Stim ist generell super interessant, weil die Heilungsrate im DMZ-Modus extrem lang ist. Also bis ihr euch wieder heilt, das dauert super lange. Stim kontert das entsprechend gut. Wurfmesser ist eine Empfehlung, gerade auch beim Nachladen. Wenn ihr mal das Magazin nachladen müsst, dass ihr dann trotzdem das Wurfmesser werfen könnt, falls Gegner vor euch steht. Sehr, sehr, sehr praktisch. Trotzdem ist es so, dass das beliebteste Gadget hier die Semtex ist, als Primärgranate. Und die Feldausrüstung ist wieder die Munitionskiste. Es gibt so ein paar spezielle Fälle, auch für Missionen, wo man andere Feldausrüstungen tragen kann. Es gibt Leute, die haben auch bestimmte Präferenzen, andere Sachen zu tragen, aber die Munitionskiste ist normalerweise the way to go. Bevor ihr jetzt eine Runde reingeht, guckt euch nochmal eure Missionen an. Achtet darauf, dass ihr alle drei Slots mit Missionen belegt habt und legt euch so ein bisschen im Plan zurecht, was ihr machen könnt, in welcher Situation ihr welche Optionen habt, also Cooldown einer Waffe zu reduzieren oder die und die Mission zu machen, dass ihr in dem Raid auch die Möglichkeit habt, direkt loszulegen und mit Plan vorzugehen. Spawnt ihr jetzt in die Map, ignoriert bitte die Fragezeichen in der Mitte,
Dann ist es so, dass ihr im äußeren Bereich spawnt. Ihr seht hier, das sind die einzelnen Spawnpunkte. Spawn, spawn, spawn. Und zwar seid ihr hier im Außenbereich am Spawnen. Das ist wichtig zu wissen, damit ihr wisst, rechts und links von euch spawnt jeweils einen Gegner. Das heißt, ihr könnt ungefähr abschätzen, wo Gegner sind. Und hier ist wieder der Schalldämpfer, spielt wieder eine große Rolle. Die meisten Leute spawnen halt ohne Waffen mit Schalldämpfer rein. Das heißt, ihr hört sie und könnt direkt ausmachen, okay, die Gegner sind an Ort und Stelle. Die raschen rein, kommen zu eurer Position oder entfernen sich von euch. Also hier schon ein bisschen abzuschätzen, wie die Situation ist. Es hilft euch ungemein, direkt am Anfang zu reagieren oder vielleicht zu agieren und den Gegner unter Druck zu setzen oder auszuweichen, je nachdem, was ihr vorhabt in der Runde. Abgesehen von den Gegnern sollte jetzt das erste Ziel für euch sein, euch aufzurüsten. Und zwar essentiell für euch sind ein Rucksack und ein Plattenträger, also mindestens zwei Platten und mindestens ein mittlerer Rucksack, sind überlebenswichtig. Der Plattenträger hilft euch zu überleben gegen die KI-Einheiten. Der Rucksack hilft euch, mehr Items zu tragen, eure Mission besser auszufüllen und vor allem eine dritte Waffe beizutragen, wie zum Beispiel einen Raketenwerfer, um auch mal gegen Fahrzeuge gewappnet zu sein. Also mittlerer Rucksack und zweifach Plattenträger. Und natürlich ultra wichtig und vielleicht sogar das allerwichtigste überhaupt, einmal das Self-Revive und die Revive-Pistol. Also hier habt ihr zwei Items, die euch die Möglichkeit geben, euch selber wiederzubeleben. Und das ist absolut essentiell. Also bevor ihr diese Items nicht habt, würde ich mich nicht unbedingt in riesen Gegnerhorden reintrauen. Das Risiko ist einfach sehr hoch, dass ihr down geht und ihr keinen habt, der euch wieder hochhilft. Um diese Dinge jetzt zu bekommen, empfehlen sich drei Punkte. Erstens das Ammo-Depot. Hierbei empfehlen sich vor allem diese großen Depots, die sind auf der Karte gut sichtbar an diesem rechteckigen Symbol in der Mitte dieses Loch drin. Das ist halt der Bereich, in dem man von Dach aus reingehen kann, man kann unten reingehen. Diese Gebäude sind in der Regel nicht bewacht, ihr könnt reinstürmen und findet sehr, sehr oft Rucksäcke, Gasmasken, Plattenträger und auch diese Self-Revives. Und deswegen absolut lohnenswert, wenn ihr so ein Ammo-Depot in der Nähe habt, dahin zu gehen und das Ganze zu looten. Die zweite Möglichkeit sind die Schließfächer und zwar habt ihr hier die Möglichkeit, besonders Plattenträger und Rucksäcke zu finden. Ihr habt hier auch die Möglichkeit, hier und da an den Wänden medizinische Vorräte zu finden und hier auch Revive Pistols oder Self-Revives zu finden. Also sehr lohnenswert, Schließfächer findet ihr vor allem nördlich der City. Also wenn wir uns hier im Nordosten den Bereich der Al-Masra City anschauen und von da aus ein bisschen nach oben gehen. Das ist natürlich schön hier im äußeren Spawn-Bereich. Hier ist auch direkt ein Spawn in der Mitte. Also gerade wenn ihr hier in der Mitte spawnt, dann habt ihr die Möglichkeit, drei Gebäude zu besuchen. Und zwar das Gebäude hier oben, nördlich von diesem Spawnpunkt. Und diese beiden Gebäude hier südlich. Achtet drauf, manchmal ist das obere Gebäude eine Festung. Dann lohnt sich das natürlich nicht für euch, direkt am Anfang reinzugehen. Ansonsten sind das drei Gebäude, wo ihr extrem viele Schließfächer findet. Dann haben wir den Sektor mit Rohan Oil. Rohan Oil generell ein sehr begehrter Bereich. Und hier unten dieser Bereich, der so ein bisschen außen vor ist, Achtung, da wird schon ein bisschen mehr bewacht. Allerdings muss man sagen, dass die meisten Einheiten erst hier in der Mitte anzutreffen sind. Dennoch haben sie hier oft Sichtkontakt. Jedenfalls in diesen Gebäuden hier findet ihr ebenfalls sehr, sehr viele Schließfächer. Und natürlich im Hafen, also im Haif-Port. Hier ist es so, dass in den großen Lagerhallen oben Gebäude sind. Also wenn ihr in die Lagerhallen reingeht, sind dann nochmal zwischen Bereiche und in diesen Bereichen, zwei davon, habt ihr nochmal relativ große Bereiche, wo ihr wirklich relativ viele Schließfächer abarbeiten könnt. Die dritte Möglichkeit, schnell an euer Equipment zu kommen, sind orangene Kisten. Und zwar gibt es sehr viele Bereiche, die ihr kostenlos betreten könnt. Und zwar reden wir da zum Beispiel oder vor allem wahrscheinlich sogar von dem Flughafen, dem Al Malik Airport. Hier ist es so, dass der südöstliche Bereich diese Kisten hat, aber massig Kisten, also im Keller, im Erdgeschoss, im ersten Geschoss und auf dem Dach sogar befinden sich Kisten, für die ihr keinen Schlüssel braucht, also dutzendeweise und jede einzelne orangene Kiste hat die Möglichkeit, eine sehr gute Kontrabandwaffe zu haben, eine Dreierplatte, einen großen Rucksack und so weiter und so fort, Killstreaks, also der Hafen ist sicherlich das begehrteste. Dann haben wir im Süden die Al-Bagra Fortress, also die Burg, auch hier kriegt man sehr, sehr viele orangene Kisten ohne Schlüssel, auch sehr, sehr, sehr beliebt. Rohan Oil ist immer dabei und zwar ist hier in der Mitte der Untergrund, da kommt ihr sozusagen in den unteren Bereich unter Rohan Oil und auch hier sind sehr viele orangene Kisten zu finden. Dann haben wir den Zetic Cave Komplex, also die Höhlen hier in dem Berg. Auch wenn ihr hier reinkommt, es gibt mehrere Eingänge, ihr kommt hier unten durchs Wasser rein, hier oben über die Höhle kommt ihr rein. Sehr, sehr viele Eingänge in die Höhle. Allerdings sind diese Höhlen bewacht, also hier vorsichtig, da als Solospieler und mit Vorsicht zu genießen. Jedenfalls hier auch ein Ort mit sehr, sehr vielen orangen Kisten. Schwer bewacht, aber immerhin ohne Schlüssel zu erreichen. Und schließlich noch extrem interessant, aber zufallsabhängig, ob der Zug in eurer Nähe ist. Ihr springt auf den Zug auf und ihr habt in jedem Wagen die Möglichkeit, guten Loot zu finden und ihr habt mehrere orangene Kisten. Achtet darauf, der Zug ist laut, das heißt, ihr hört nicht, wenn weitere Gegner auf den Zug springen. Es ist sehr, sehr schwer zu hören.
Außerdem ist es, wie gesagt, zufallsabhängig und sehr begehrt. Also viele andere Spieler könnten auch, wenn der Zug in der Nähe ist, draufspringen. Denkt dran, durch das Spawn-System ist es nun mal so, dass ihr, wenn der Zug direkt vor euch ist, auch der erste seid, der dahin rushen wird. Wenn der Zug schon eine Weile fährt und dann in eurer Nähe ist, denkt dran, dass er schon in einigen Spawn-Punkten vorbeigefahren sein wird und möglicherweise sich Spieler drauf befinden. Ihr könnt auch erstmal schauen, in den ersten zwei Waggons, ob die Kisten bereits offen sind und euch dann entscheiden, oh, es ist alles geschlossen, da war noch keiner, drauf zu springen. So ein bisschen riskant, aber sehr, sehr, sehr lukrativ und schnell zu holen. Kommen wir nochmal zu der Revive Pistol und dem Self-Revive. Abgesehen von der zwei Plattenweste und dem Rucksack, das Wichtigste für einen Solospieler, die eins von diesen beiden oder beides sogar dabei zu haben. Dabei ist es wichtig. Die Revive Pistol findet ihr in medizinischen Vorräten, also zum Beispiel in Krankenhäusern oder in medizinischen Kisten. Also in jedem Haus lohnt es sich einmal ins Bad zu schauen und danach einer Revive Pistol zu schauen. Wichtig ist, die Revive Pistol muss ausgerüstet sein, damit sie aktiviert ist. Und habt ihr mehrere Revive Pistols, werden diese nicht automatisch nachgerüstet. Das heißt, benutzt ihr eine Revive Pistol, wiederbelebt euch und sterbt dann wieder und habt eine zweite dabei, könnt ihr diese zweite nicht einsetzen. Also ganz, 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 ganz wichtig. Anders hier der Self-Revive. Der Self-Revive ist immer automatisch sozusagen an eurer passiven Fähigkeiten. Geht ihr down, könnt ihr sie nutzen und sie wird automatisch nachgefüllt. Geht ihr nach wieder down, habt ihr automatisch wieder die Möglichkeit, euch wieder zu beleben. Wobei die Pistole immer zuerst benutzt wird. Das heißt, habt ihr Pistole und Self-Revive, habt ihr immer automatisch eine zweite Möglichkeit, euch wiederzubeleben. Ganz, ganz wichtig. Das Self-Revive dabei findet ihr am ehesten in Militärbasen. Und Achtung, auch ganz wichtig, an Buy-Stations. Nicht an allen Buy-Stations, aber an vielen Buy-Stations könnt ihr das Self-Revive holen. Also wenn ihr Glück habt, dann kauft das direkt. Und hier gilt das natürlich für die gesamte Ausrüstung. Also ihr könnt sowohl auch die Zweier-Plattenrüstung, Dreier-Plattenrüstung, mittlere Rucksäcke, ebenfalls alles an Buy-Stations kaufen. Das heißt, eine Möglichkeit wäre auch, am Anfang einer Runde erstmal Geld zu sammeln und dann in der Buy-Station euch euer Grundequipment zu holen. Mit dieser Grundausrüstung habt ihr jetzt die Möglichkeit, PvP, PvE, eure Missionen oder den Deaddrop zu machen. Alle Möglichkeiten bleiben euch offen. Was die Deaddrops angeht, ich habe hier diese hochprofessionelle Karte gezeichnet, findet ihr in YouTube in der Community-Section zum Runterladen, wenn ihr das haben möchtet. Hier ist jeweils die Struktur eingezeichnet, wo sich ein Deaddrop befindet, also hier an einer Kreuzung, hier an einer Mauer, hier an einem Gebäude, deswegen dieses quadratische Symbol. Und der schwarze Punkt markiert immer den Deaddrop, sodass ihr den gut finden könnt. Also es gibt 6 Deaddrops auf der Karte. Und warum sind die so wichtig? Weil, wenn eure Loadout-Waffe auf Cooldown ist, ihr sozusagen an diesem Deaddrop eure Items sammeln könnt, also drumherum sozusagen looten könnt und dann alles hier reinwerft, was ihr habt. Damit reduziert ihr den Cooldown von eurer Waffe drastisch. Also das könnte zum Beispiel die Aufgabe in einer Runde sein, euren Loadout wieder freizuschalten. Und ihr solltet euch generell überlegen, gerade als Solospieler, was ihr vorhabt. Denkt dran, jedes Geräusch ist ein Gegner. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm zu wissen, okay, wenn Gegner in der Nähe sind, wie ihr darauf reagieren könnt. Ihr könnt sie euch zurechtlegen, gucken, ob es ein oder zwei feindliche Spieler sind, wohin sie laufen, was die KI macht, wohin die KI schießt und so weiter und so fort. Das ist wirklich eine komplett andere Spielweise, als im Team zu spielen. Wobei ich wirklich immer wieder betonen möchte, dass das zielorientierte Spielen als Solospieler vielleicht nochmal etwas wichtiger ist und auch zwischendurch mal den Exfil zu nutzen, also nicht zu warten, bis ihr alle Missionen abgeschlossen habt, bis euer Rucksack proppenvoll ist, sondern auch mal zwischendurch einen Exfil zu nehmen, wenn ihr in der Nähe seid, nutzt ihn, geht raus, ihr seid sofort wieder in der Runde drin, es geht so schnell, ihr könnt dabei nur gewinnen, also die Exfils auch öfters zu nutzen. Das ist auch direkt unser nächster Punkt, zwar die Extraction. Und hier ist es nun mal so, dass sich natürlicherweise an den Extraction-Punkten der meiste PvP-Kampf, also wenn ihr nicht aktiv PvP sucht, am Koffer oder in der Zone oder da, wo sich gegnerische Teams aufhalten, wo geschossen wird, wenn ihr nur escapen wollt, dann denkt dran, an dieser Stelle, das wisst ihr ja selbst, findet normalerweise auch nochmal am ehesten ein Kampf statt. Und das heißt, bevor ihr so eine Extraction nutzt, lohnt es sich erstmal, die Umgebung zu checken. Was heißt das? Ihr guckt erstmal, ist die KI alarmiert? Ist sie draußen? Sucht sie was? Schießt sie vielleicht sogar irgendwo hin? Seht ihr vielleicht die Leuchtspuren? Hört vielleicht nichts, aber seht, dass irgendwo hin geschossen wird. Aus der Entfernung her, dann wisst ihr, okay, da ist jemand, der da rumläuft. Gerade auch Häuser in der Nähe, die sich in der Nähe befinden, sind die Türen offen, sind Fenster eingeschlagen, könnten sich Spieler drin befinden. Extrem wichtig, vorher einmal abzuchecken. Nutzt die Umgebung dabei zu eurem Vorteil. Büsche, Häuser, von überall könnt ihr erstmal kurz beobachten, wie die Situation ist und dann weiter vorgehen. Auch ob sich Fahrzeuge in der Nähe befinden, Hubschrauber, sonstige Vehikel in der Nähe, die auf Spieler hindeuten. Jeder Spieler hat 3 Extracts und ihr kriegt einen 4. dazu, wenn ihr eine Geisel befreit. Denkt auch hier immer dran, Geiselbefreiung ist euch auch eine sehr, sehr gute
Hilfe, weil ihr nämlich einen Extract bekommt, den kein anderer hat. Das heißt, ihr könnt hier relativ safe extracten. Eine Geisel zu retten solo ist jetzt nicht so einfach, aber mit ein bisschen Übung kann man das gut hinbekommen. Denkt auch hier dran, vorher Gegner auszuschalten, aus dem Fenster heraus die Geiselnehmer erstmal auszuschalten und dann die Geisel zu extracten. Dieser Exit, den ihr bekommt, ist sehr, sehr praktisch, ist nicht weit entfernt und ist vielleicht sogar eine der sichersten Möglichkeiten, von der Karte zu entkommen. Schlussendlich ist es noch so, dass wenn der Timer abläuft, sich die radioaktive Zone erweitert und irgendwann die drei Exits dann sozusagen deaktiviert sind durch die radioaktive Zone, es öffnet sich ein vierter Exit und hier ist es so, dass dieser vierte Exit auch selten, selten besucht wird. Also die meisten Leute wollen natürlich innerhalb des Timers raus. Wenn ihr mal länger drin seid, wichtige Sachen erledigt habt und safe rausgehen wollt, dann guckt euch schon mal die Karte an, wo die Zone hingehen wird. Und da, wo der Bereich am weitesten entfernt ist, da wird wahrscheinlich der Exit kommen. Fahrt frühzeitig dahin und geht dann raus. Denkt dran, der Hubschrauber hebt nicht ab, wenn ihr einsteigt, sondern erst, wenn der zweite Timer komplett abgelaufen ist. Das heißt, auch hier lohnt es sich erstmal gegen zu sichern, zu beobachten, gucken, was passiert. Ist vielleicht doch ein Spieler da, aber ihr werdet merken, dass seltenst ein Spieler da sein wird bei dem vierten Exit. Der letzte Punkt, den wir haben, ist eher eine Frage an euch. Davor aber erstmal Dankeschön an die Kanalmitglieder, die den Kanal unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Wie gesagt, über ein Like und ein kostenloses Abo. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr freuen. Kommen wir jetzt zu der Frage. Und zwar ist es so, eine Solo-Queue ist immer etwas, was ich komplett ausgeschlossen habe. Sei es jetzt in Tarkov, in Marauders oder in The Sacred Frontier, weil diese Intensität in einem Extraction-Loot-Shooter erst dann zustande kommt, wenn ihr gegen ein unbekanntes Ziel antreten müsst, also gegen Zweier-, Dreier-Teams, wenn ihr nicht sofort sagen könnt, okay, das ist nur ein Spieler, 100%, ich weiß es, denn ich bin in einer Solo-Queue, wenn ich da reingehe, dann kann ich ihn schlagen, sondern du weißt nicht, sind das vielleicht zwei oder drei und vielleicht musst du im Kampf aus dem Weg gehen. Diese Gefahr, dass du sozusagen etwas Übermächtiges gegenüberstehen hast, das ist immer das gewesen, was einen Extraction-Loot-Shooter ausgemacht hat. Jetzt ist es aber so, ich lasse mich mehr und mehr, davon überzeugen, dass in der DMZ eine Solo-Queue vielleicht sogar Sinn machen würde. Wie steht ihr dazu? Denkt ihr wirklich, eine Solo-Queue macht Sinn? Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Ich bin immer noch am Ausarbeiten von den Vor- und Nachteilen. Aber mittlerweile, ich tendiere tatsächlich dazu, dass eine Solo-Queue vielleicht tatsächlich doch Sinn macht. Oh je, dass ich das jemals sagen würde. Ich bin gespannt, was bei Release passiert, wenn das Spiel dann schlussendlich in den Release geht. Also sehr, sehr gespannt. Leute, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit. Vielleicht ist es am 1. Februar soweit, wer weiß. Bis dahin, alles Gute erstmal. Bleibt gesund und sauber. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego. Und hasta la vista.